Yo Leute und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind gerade dabei, noch ein paar restoptionale Gebiete hier in Schloss. Warum kann ich es mir nicht merken? Nein. Es kommt jemand angerannt. Auf jeden Fall hier im Schloss zu erforschen. So, es heißt nicht Sturmwind. Heißt irgendwas anderes. Irgendwann werde ich mir das auch mal merken können. Oh Gott, da schießt schon wieder jemand mit Pfeil und Bogen auf mich. Von hinten, ja, das geht super los. Komm, ramm du mich einmal. Dann können wir hier mal für den richtigen Exitus sorgen. So, der Bogenschütze, da ist mir eigentlich relativ egal. Auf der letzten Erforschungsrunde haben wir alle unsere Runen verloren. Leider so 8000 Stück. Die hätte ich gerne wieder. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob mir das gelingt. Ich habe jetzt aber... Kannst mal aufhören, auf mich zu schießen. Ich habe jetzt aber endlich rausgefunden, wie ich Pfeil und Bogen benutze. Doch dazu gleich mehr, nachdem wir mal diese Stelle hier hinter uns gelassen haben. Ich keinen Bock habe, dass der Typ hier die Klingel benutzt. So, und dann gucken wir mal, ob wir das gleich brauchen mit Pfeil und Bogen. Ich habe nämlich den Fehler gemacht. Eigentlich relativ dämlich. Wenn ich Pfeil und Bogen ausrüste, man hat zwei Pfeilslots. Einmal den linken für den R1-Angriff, für den leichten Angriff und einmal den rechten Pfeil für den R2-Angriff, den schweren Pfeil. Und dann muss man nicht L2 benutzen, weil L2 das Talent da auslöst, den mächtigen Schuss, den kann man auch nicht richtig zielen, sondern R1 und ja, dann läuft das auch. Jetzt könnte ich einen Pfeil abschießen, aber die möchte ich mir jetzt gerade bewahren. Die brauchen wir mit Sicherheit noch ein andermal. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Oh, nee, hier oben drauf. Ja, durch diese dämliche Aktion sind unsere 8000 Runen jetzt futsch. Scheiße. Weil ich auf die Etage zu weit oben gesprungen bin und dann nicht richtig runterspringen konnte. Allerdings bin ich mir gar nicht sicher, ob wir auf dieser Etage jemals waren und mal geguckt haben, ob da noch irgendwas ist. Verdammte Axt, ey. Aber von sowas darf man sich in solchen Spielen nicht irritieren lassen. Es passiert schon mal, dass man einen Haufen Seelen verliert. Es ist ärgerlich, aber gut, damit muss man umgehen können und damit muss man leben können. Ja, toll. Da liegen die Runen, die ich vorhin schon dabei hatte. Waren bestimmt schon 500 Stück gewesen oder so, wenn überhaupt. Wir werden es jetzt sehen, weil ich ungefähr die gleiche Anzahl an Gegnern kaputt gemacht habe. So, hier nochmal ein paar. Oh, das hätte ich auch nochmal looten können. Jo, und jetzt sind wir bei 365. Ja, und damit jetzt bei knapp 700. Prima. So, jetzt können wir mal hier gucken. Ich weiß gar nicht, sind wir hier jemals oben drauf gewesen? Es ist auf jeden Fall eine relativ wackelige Kante. So, wo wollen wir drauf? Eigentlich da. Jetzt muss ich hier wieder runterkommen, ohne zu sterben. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Da komm, Junge. Na, boah. Jetzt weiß ich auch, warum ich da gerade gestorben bin. Weil selbst wenn ich nur ganz vorsichtig über die Kante gehe, er macht... Und weg ist er. Naja, jetzt haben wir schon wieder, wenn es gerade 700 waren, haben wir schon wieder knapp 1000 Runen zusammen. Also man muss... Oh ne, hier wollte ich nicht her. Ja, muss man anscheinend ein bisschen vorsichtig sein, wenn man über solche Kanten läuft. Am besten über solche Kanten springen, habe ich den Eindruck. Komm mal hier rein. Genau, und mach mal sowas. Beinschutz der Verbanden, genau. Ich müsste auch mal irgendwann noch mal in meine Ausrüstungsgegenstände gucken, die ich so habe. Ja, es ist immer das Gleiche hier. Aber so ist das halt, wenn man immer an der gleichen Stelle stirbt. Liegen meine Runen wahrscheinlich auch irgendwo da oben auf der Kante, ja?
Okay, jetzt müssen sie oben liegen bleiben. Ui, das war auch schon deutlich tiefer als gedacht. Aber uns ist nichts passiert. So, kommen wir eigentlich auch hierher, ja, ne? Das ist doch der Weg gewesen, den ich gehen wollte, oder? Vertue ich mich da? Ne, da stehen die beiden Kollegen rum. Okay, sehr gut. Ja, beziehungsweise nicht sehr gut. Potenzielle Todesgefahr. Und auf diesem Weg müssen wir auf jeden Fall drei dieser Ritter ummotzen. Ui. Da sieht man schon, was dabei alles schief gehen kann. Ah, shit. Steht zu weit weg. Und ja, das war schon wieder eine Fehlentscheidung, wo ich direkt wieder einen für reingekriegt habe. Und tot. Also diese Ritter sind immer wieder für einen Tod gut. Und ich muss auf dieser Route drei Stück von denen besiegen. Sie sind für einen Tod gut, aber eigentlich müsste ich sie besser mal in den Griff kriegen oder im Griff haben. Ja, man merkt ja auch in dem Moment, wo man eine fehlerhafte Attacke ausgeführt war, okay, das war es nicht, aber man kommt halt auch aus diesen Animationen nicht raus. Komm, rempel nochmal, mein... Ey. Ja, auch bei so einfachen Gegnern, ne? Manchmal kriegt man einfach was ab. Ich würde mir eigentlich diese Nummer hier ganz gerne mal sparen, aber ich habe echt Schiss, dass ich hier nachher Hinz und Kunz an den Socken habe. Was der alles dabei hatte. Wow. Ey, es kann einfach... Diese komischen Kletterpassagen hier, die können einfach so schnell im Tod enden. Ach so, ja genau. Ich habe mich gerade gewundert. Waren wir schon jemals da um die Ecke? Ja, waren wir. So, kommt auch. Ihr müsst doch mal schneller gehen. Hat mich schon wieder. Einmal zu nah dran geblieben mit zu wenig Ausdauer. Und es ist vorbei. Und ich muss drei Stück von denen besiegen. Ich bin mir sicher, dass wir in diesem Part diese optionale Route nochmal zu Ende bringen. Na klar. Komm mal hier aus dem Türrahmen raus. Ich probiere das jetzt mal. Ich springe direkt über die Brüstung da drüber, ohne hier die ganzen Gegner wegzumoschen. Ich bin mal gespannt, wo mir das gleich noch zum Verhängnis wird. Gleich mitten im Kampf mit so einem Ritter kommt sie von hinten angejoggt. Von irgendwo, ich schwöre es euch. So, wir waren jetzt auf jeden Fall deutlich schneller hier. So, so müsste es eigentlich immer laufen.
So. So will ich das eigentlich sehen. Aber das Problem ist, wie gesagt, wenn man einmal falsch steht, dann ist es relativ schnell vorbei. So, hier sind wir überall schon gewesen. Ah, nee, zu übermütig gewesen. Na, dann komm mal her. Okay, ich dachte, das wäre nur ein erster fester Schlag gewesen. So, noch ein Fläschchen weg. Hier ist die Leiter. Mit den zwei bösen Jungs unten. Hier hätten unsere alten Runen gelegen. Achso, guck mal, wir können hier sogar was beschwören. So. Wo kann man denn hier was beschwören? Nur oben oder was? Boah, wie lächerlich ist das denn? Und hier nicht mehr. So, hier wollte ich jetzt mal gucken. Das ist nämlich die Stelle, wo ich Pfeil und Bogen für haben wollte. Wenn ich den jetzt anschieße... Oh, das macht sogar relativ viel Schaden. So, kommt er alleine? Ja, er kommt alleine. Das ist schon mal gut. Komm mal hier rüber, ich will hier keinen Stress haben. So, den müsste ich jetzt mal genauso souverän besiegen. Oh, hast du nicht getroffen? Oh. So, das müsste es gewesen sein, wenn ich Ausdauer hätte. So. Puh. Mal wieder einen getötet. Jetzt fehlt noch der dritte. Und dann wären wir hier jetzt tatsächlich weiter. Hier rechts um die Ecke steht nämlich auch noch so ein Kerl. Na, er sieht mich. Es war irgendwie klar. Oh wow, er kann auch noch Feuer. So. Oh no. No, das war nicht gut. Oh fuck, ey, es fegt einen komplett um. Boah, du Arschloch, ja? So, letzter Trank gewesen. Mal gucken, ob das prinzipiell noch ausreicht. Ich hasse sie. So, einmal noch. Keine Heilung mehr. Aber wir sind immerhin mal hier und können uns umgucken. Aber alle drei in einem Run geschafft, also puh. Es wäre cool, wenn wir jetzt bald mal wieder an eine bekannte Stelle kommen müssten und hier kommen würden und hier nicht nochmal her müssten. Wo sind wir hier eigentlich kartentechnisch? Eigentlich wieder auf dem Rückweg, ne? Mehr so im Mittel- und Innenbereich. Der Mittel- und Innenbereich. Ja, man kann hier nicht über die Mauer gucken. Ach so, hier, genau, hier sieht man es wahrscheinlich, ne? Das ist der Weg vom Haupttor aus, genau, der geht da weiter. Auf jeden Fall schon wieder Stresslevel 1000, ohne Witz. So, hier könnte man wahrscheinlich auch runter. Ach so, das ist wieder der Innenhof. Oder ist das... Ja, ich glaube, das ist das Gebäude Richtung Haupteingang, was ich mal durchsuchen wollte irgendwann.
Jo, hier gibt es auf jeden Fall noch Loot. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Pfeile. Und noch eine Leiter. Und hier könnten wir theoretisch was beschwören. Hier unten sieht es nach Burggraben aus. Da will ich jetzt nicht unbedingt reinspringen. Ach so, hier sind wir jetzt auch. Waren hier die Ratten, ne? Boah, das ist ganz schön verwinkelt. Genau, hier waren die Ratten. Das ist einer dieser Nebelräume, den wir irgendwann mal aufgeschlossen haben. Und hier sind die Ballisten am Eingang der Burg. So, und ich habe mich letztes Mal schon gefragt, wo sind wir runtergesprungen? Genau, diese oberste Balliste hier, die haben wir letztes Mal nicht besiegen können, weil wir nicht hier drauf gesprungen sind, sondern direkt eine Etage tiefer. So, wir könnten hier was beschwören. Okay, er war dann doch ein bisschen agiler als gedacht. Und ich würde jetzt gucken, dass ich zu dem unteren Wegpunkt da komme, beziehungsweise jetzt könnten wir uns eh beamen. Es ist jetzt schön, dass wir das mal gesehen haben. Wenn wir oben den anderen Weg gehen, schießt hier irgendwas auf mich. Würden wir, glaube ich, auch auf diese obere Etage raufkommen. Das wäre vielleicht mal, vielleicht ist es ganz gut. Boah, ich weiß auch nicht, ob es gut ist, den Weg hier von unten aufzuräumen. Weil dann, wenn da noch mehr Ballisten stehen, kriegt man es auch direkt in die Fresse. So, das hätten wir jetzt. Boah, jetzt nicht mich bitte noch töten. Geht das? Wo kommst du denn jetzt noch her? Kann ich mich jetzt einfach mal hier wegbeamen? So, eigentlich will ich wieder genau in den Wallturm. Wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück. Das war mal eine der Strecken, die ich abgrasen wollte. Dann noch eine, die wir auch übersehen haben. Und dann noch den Eingang. So, dafür müssen wir da hier zu den Vögeln raus. Komm mal her, mein Freund. Ihr seid ja Gott sei Dank die Vögel von der harmlosen Sorte. Zumindest solange ihr allein seid, seid ihr völlig harmlos. Wollte gerade mal gucken. Ne, 4 Scherben habe ich. 6 Scherben wären cool, dann könnte ich mal mein Schwert hier ordentlich weiter upgraden. So, jetzt kommen wieder die beiden Doppelvögel. Shit, shit, shit. Wo ist der andere? Komm, mach mal deinen Angriff, dass du dich schön im Boden festhast. Genau den. Jo. Und jetzt wollte ich nochmal hier links auf dieses Teil drauf, wo ich beim ersten Besuch dachte, es wäre eine reine Aufsichtsplattform. Die ist es aber nicht, ne? Man kann hier irgendwie drüber hüpfen. Und dann kommt man da unten auf seiner Brüstung aus. Genau auf dieser. Und dann geht es ja auch noch ein bisschen weiter. Und hier soll auch noch ein ziemlich ekliger Mob rumrennen. Aber dafür müsste ich mal gucken, wo es hier weitergeht, ja? Ach so, da unten wieder. Ja, es ist so geil, ne? Aber wie viel von diesen Kanten man hier rennen muss. Da muss man, glaube ich, zukünftig echt mal ein bisschen drauf achten, dass dieses Level-Design auf solchen Mini-Kanten hier quasi aufbaut. So, hier ist der erste Loot. Ein ramponierter Holzschild, ne? Ich glaube, den wollen wir nicht. Jetzt kann man hier auch nochmal runterspringen. Ist für mich ein bisschen kontrollierter, wenn ich selber aktiv über die Kanten drüber springe, als wenn ich einfach vertraue, dass er mit wenig Schwung drüber läuft. So. Immer nur die Frage, wo geht's weiter? Da?
Überleben wir das? Okay, wir sind... Oh, wir sind im weichen Gras gelandet. Und da ist eine Asche. Ich will dich. Ich will hier nicht runterfallen. Irgendeine Sturmangriffsasche. Haben wir die nicht schon? So, und da vorne rennt ein Typ rum. Ich glaube, der ist ziemlich ekelig. Den will ich jetzt eigentlich beim ersten Mal vermeiden und erstmal hinter ihn laufen. Wie gesagt, ich habe mir die optionalen Gebiete so ein bisschen angeguckt. Wegen. Weiß ich ungefähr, wo es da hingeht. Und da müsste ein weiterer Fahrstuhl sein. Den würde ich gerne erst freischalten, bevor ich mich probeweise mit diesem Typen da anlege. Der läuft da links in so eine Nische rein, okay. Ich glaube, hier geht es auch nicht weiter runter. So, da ist der Loot. Wir gehen mal hier durchs hohe Gras. Und dann schauen wir mal, dass wir hier durchkommen. So, wo sind wir denn jetzt? Ah, hier geht's rein, okay. Hier ist, glaube ich, auch der. Hier ist ein Fahrstuhl drin, ne? Oh, den aktivieren wir jetzt als allererstes Mal. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste das der zweite deaktivierte Fahrstuhl sein. Der zu unserem Weg führt. Genau, das war die Zwischenetage, auch mit diesem fetten Ritter. Genau, und hier ist unser Wegpunkt. So, jetzt einmal nämlich eine gute Abkürzung freigeschaltet und können uns diese Kletterpartie da sparen. Oh, hi. Gut, dass der uns nicht sieht, wenn wir hier auf dem Fahrstuhl vorbeifahren. Und jetzt können wir uns tatsächlich einmal testweise mit diesen Typen da anlegen, ob das Sinn macht oder nicht. Ich habe gelesen, man soll sich das eventuell für später aufbewahren. Wenn, möchte ich ihn auf jeden Fall mal von hinten reinsteppen und gucken, was da geht. Aber vorher gucken wir uns hier nochmal um. So, das ist jetzt aber alles tatsächlich, was ich über Burg Sturmwind, über die optionalen Routen noch so gesehen habe. Also gut, die Route da Richtung Haupteingang, die habe ich mir nicht angeschaut, die ist ja relativ klar. Ich glaube, diese Routen hier hätte ich tatsächlich völlig übersehen. Okay, hier hinter ist auch nichts mehr. Auch nichts, wo man irgendwie hinspringen kann. So, dann schauen wir jetzt mal, wo der Typ ist. Wie gesagt, und versuchen ihm erstmal von hinten eins mitzugeben. Aber ich fürchte, ich werde meine Seelen verlieren. meine Runen, Entschuldigung. Der blieb ja relativ lange da hinten stehen, ne? Oder bleibt der dafür immer stehen? Patrouilliert der hier gar nicht? Und der guckt in die andere Richtung, oder sehe ich das falsch? Oder guckt er in meine Richtung? Natürlich, jeder Gegner hier hat, wow, hat irgendwelche Stampfangriffe oder sonst was, ja? Warum? Okay, das glänzende Teil da will ich auf jeden Fall noch haben. Warum hat jeder Gegner hier irgendwelche Stampf- oder Sturm- oder sonst was für Angriffe? Ich verstehe das nicht. Aber wir haben jetzt diesen Fahrstuhl da freigeschaltet. Und dem Typen geben wir uns auf jeden Fall noch ein, zwei Mal, würde ich sagen. Vielleicht haben wir ja eine Chance, aber ich weiß es nicht. Wäre noch interessant zu wissen, wie viele Runen der bringt. Ahoi, my friend. So, ich weiß nicht so ganz genau, von wo der gekommen ist. Sieht der einen hier, wenn... Achso, hier patrouilliert er. Ja. Will ich meine Runen aufs Spiel setzen oder will ich mir die erst holen? Dann dauert es auf jeden Fall eine Weile.
Wobei ich mich auch frage, warum ich den nicht stabben konnte, ja? Ist auch schon wieder geil. So, da liegen meine Runen. Er stapft hier so ganz gemütlich her. Man könnte sogar zu diesem Leuchtpunkt da durchrennen und sich den einfach holen. Ich weiß nicht, ob der was Besonderes ist. Der leuchtet einfach nur weiß. Wir gönnen uns mal eine Feuerwaffe auch. Ups. Mal gucken, ob ihm das noch irgendwas ausmacht. Und mal gucken, wie lang die brennt. Ach, weil ich ihn wieder nicht richtig anvisiert hatte. Auch er lässt kaum Heilung zu, ja? Danke. Okay, man ist mit zwei Schlägen mehr oder weniger tot. Man kann ihn nicht von hinten stabben. Also ich glaube, wenn ich noch näher rangehen würde, dann hänge ich ihm bald im Hintern. Und er hat auch schon wieder ein Moveset drauf, ey, es ist der Wahnsinn. Vielleicht muss ich mal aufstehen, um ihn zu stemmen. Vielleicht ist er auch einfach zu groß. Aber ich wüsste nicht, dass das normalerweise irgendeinen Einfluss hat. Er trägt auf jeden Fall schweres Geschirr, so klingt es zumindest. Hatte ich eigentlich letztes Mal meine Runen aufgesammelt? Ja, ne? Ja, sind immerhin 3400. So, es brennt schon nicht mehr, das ist schade. Boah, okay, er haut einmal auf mich drauf, meine halbe Ausdauer ist weg. So muss es sein. Ja, und dann treffe ich ihn nicht. Boah, ich stehe hier am Abgrund. So, wisst ihr was, Leute? Ich hole mir jetzt noch das Ding hier. Ein dunkler Schmiedestein. Dann vergessen wir diesen Typen ja, glaube ich, auch erstmal. Die Typen hier gehen auf jeden Fall alle ab. So. Ich überlege gerade, wir wollen vorne rum raus. Jetzt nochmal die Vorderseite des Schlosses und dann sind wir im Schloss eigentlich auch fertig. Genau, und dafür müssen wir wieder aus unserem Lieblingsausgang raus. Und ich habe ja festgestellt, dass der eigentlich einfacher ist, ne? Wenn man einmal die Patrouillen da wegmacht. Beziehungsweise, dass ich mir meine Beschwörung aufbewahren kann. Weil ich kann hier gemütlich rausrennen. Hier vorne passiert einem eigentlich gar nichts. Klar, die Bogenschützen, die schießen auf einen. Der da zum Beispiel. So, dich holen wir mal hier rein. Du bist da eh schon im Kampfmodus. Und dann bist du nämlich hinüber. Ja. Mach du mal die Tröte. Ja, die Bogenschützen, die sind die einzigen, die ein bisschen eklig sind. Ja, 3-4 Bogenschützen, wenn die dich im Dauerfeuer haben, da kriegst du schon einiges ab. Ach, über mir steht auch noch dieser Typ rum, ne?
Ah, jetzt kommt er erstmal rein. So, haben wir jetzt schon jemanden hier drin, der mir hinterhergerannt ist? Nee. Ah, aber da kommt gerade ein Bogenschütze. Oder zwei sogar. Erfreulich nah dran. Naja, gut, wenn du in den Nahkampf willst, dann komm her. Habe ich nichts gegen. So, schon wieder einen Bogenschützen weniger. Und die müssten jetzt auch irgendwie so gehen. Die Frage ist, ob wir den geröstet kriegen. Wenn wir mal hier an so ein Feuerdings nah genug rangehen. Ich traue mich nicht ganz so nah an den ran, weil dann stehe ich gleich mitten im Feuer. Also den würde ich schon ganz gerne nochmal hier drin haben. Oder zumindest ein bisschen näher hier ans Eingangstor dran. Er bewegt sich auch langsam so, das sollte reichen. So, nach meiner Theorie kann man jetzt eigentlich hier relativ entspannt alles von hinten wegräumen. Und das würde ich auch mal tun und mich dann grob dem Eingang nähern. Oh, da kommt aber noch jemand von der Seite. Wo kommst du denn jetzt her? Oh, das sind die Leute, die hier an den Feuerballisten stehen. Die können anscheinend sich auch lösen. Das war mir noch gar nicht so bewusst. Da ist noch einer, noch ein Bogenschütze. Ja, klar. So. So, man muss nur aufpassen, dass man nicht zu weit nach hinten kommt. Und dann läuft das hier nach meinem Verständnis eigentlich ganz gut. Die stehen nämlich alle hier und machen nichts. So, auf den da muss man nochmal aufpassen, der hier runter patrouilliert kommt. Und so könnte man sich seine ganze Beschwörung für den Hundewächter da drüben sparen können. Es ist nämlich tatsächlich relativ einfach, den Hof hier zu klären. Es war mir nur in dem Moment nicht so bewusst, wo was. Komm. Nein, du brauchst es nicht machen. Wo wir es das erste Mal gemacht haben. Oder die ersten Male, wo wir uns hier durchgekämpft haben. So, und jetzt haben wir hier den Eingang zum Haupttor relativ weitflächig freigeräumt, würde ich sagen. Und dann können wir uns diesen Gang zum Haupttor und das Gebäude, was da links steht, beim nächsten Mal nochmal angucken, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.